War schon einmal jemand sauer auf dich, weil du nicht sofort auf eine Nachricht bei WhatsApp geantwortet hast? Oder hast du schon einmal ein Bild in deinen Status gestellt, welches im Endeffekt nicht jeder deiner Kontakte hätte sehen sollen? Dann pass jetzt genau auf, denn dir wird das nie wieder passieren. Denn in diesem Video zeigen wir dir die wichtigsten Privatsphäre-Einstellungen bei WhatsApp. Um in die Privatsphäre-Einstellungen zu gelangen, öffnest du die App und wählst die drei Punkte oben rechts aus. Wähle nun Einstellungen und dann Datenschutz. Zunächst einmal kannst du einstellen, ob andere sehen sollen, wann du zuletzt online warst. Vielleicht kennst du ja die kleine Anzeige im Chatfenster unter dem Namen deines Chatpartners, wo dann so etwas steht wie zuletzt online heute um 10 Uhr oder gerade online. Wenn du nicht möchtest, dass andere das sehen können, kannst du das hier ändern und auswählen, ob alle, meine Kontakte außer oder niemand deinen Online-Status sehen darf. Wenn du diese Infos nicht mit anderen teilst, kannst du sie aber bei deinen Kontakten auch nicht mehr sehen. Du kannst weiterhin einstellen, wer dein Profilbild oder deinen Infotext sehen darf und, etwas weiter unten, wer dich zu Gruppen hinzufügen kann. Auch hier hast du jeweils die Möglichkeit zwischen alle, meine Kontakte außer und niemand. Mit der Einstellung Meine Kontakte machst du hier alles richtig. So können Leute, die du kennst und die deine Nummer haben, deine Inhalte sehen. Fremde, die irgendwie an deine Nummer gekommen sind, allerdings nicht. Auch im Menüpunkt Status kannst du ziemlich genau bestimmen, wer deinen täglichen Einblick in dein Leben sehen darf. Besonders cool, hier kannst du spezielle Kontakte auswählen, die den Status nicht sehen dürfen. Beispielsweise deine Lehrer oder dein Chef auf der Arbeit. Oder andersherum nur deine engsten Freunde auswählen. Hier einige Leute auszuwählen, die deinen Status nicht sehen dürfen, kann sehr sinnvoll sein. Geh deine Kontaktliste am besten mal durch. Der Schieberegler bei Lesebestätigung bestimmt, ob andere sehen können, ob du deren Nachrichten schon gelesen hast. Dies erkennt man normalerweise an den blauen Haken hinter einer Nachricht. Deaktivierst du den Schieberegler, kann also niemand deiner Kontakte mehr die blauen Haken bei dir sehen. Fairerweise kannst du das bei anderen aber auch nicht mehr. Wir finden diese Einstellung super praktisch, weil sie einem viel Stress sparen kann, zum Beispiel, weil jemand sauer ist, dass du noch nicht geantwortet hast, du aber gerade beschäftigt bist. Dass eine Nachricht zugestellt wurde, kann man allerdings an zwei grauen Haken schon erkennen. Nun zum Punkt selbstlöschende Nachrichten. Das ist eine relativ neue Funktion bei WhatsApp. In den Einstellungen kannst du auswählen, dass in allen oder in ausgewählten Chats deine Nachrichten nach 24 Stunden, 7 Tagen oder 90 Tagen automatisch gelöscht werden. Es gibt aber einiges zu beachten. Selbstlöschende Nachrichten können nämlich trotzdem gescreenshottet oder weitergeleitet werden. Und auch wenn du direkt auf eine Nachricht antwortest und die alte Nachricht als Zitat oben angeheftet wird, kann es sein, dass dieses Zitat auch nach der Frist noch angezeigt wird. Wenn du Medien, wie beispielsweise Fotos, als selbstlöschende Nachricht sendest, ist es aktuell so, dass iPhone-Nutzer diese Bilder nicht screenshotten können. Bei einigen Android-Geräten ist es aber möglich. Du solltest also auch selbstlöschende Nachrichten und Bilder nicht unbedacht weitersenden, sondern nur an Leute, denen du vertraust. Jetzt noch eine weitere interessante Einstellung. Unter Einstellungen, Benachrichtigungen kannst du auswählen, ob dir dein Handy eine Push-Benachrichtigung senden soll, wenn du in einem Einzel- oder Gruppenchat eine neue Nachricht bzw. eine Reaktion auf eine von dir gesendete Nachricht erhalten hast. Gerade wenn du dazu neigst, dich schnell von deinem Handy ablenken zu lassen, kann es hilfreich sein, das abzustellen. So verhinderst du zudem, dass andere Personen aus Versehen einen Teil deiner Konversation mitbekommen, wenn sie gerade auch auf dein Handy sehen. Öffne doch gleich mal deine WhatsApp-Einstellungen und überleg dir, welche Privatsphäre-Einstellungen für dich sinnvoll sind.